bin ich dieses Mal gelandet? Es ist nicht so, wie ihr alle denkt, okay, da stehen einfach nur zwei Typen, die haben eine unterschiedliche Hose an und die werden jetzt einfach wahrscheinlich gleich über Kant philosophieren. Die werden sich nichts tun. Vollidiot, du bist in einem Boxkampf. Jetzt zeig mir, was du drauf hast und kämpf. Ich will aber nicht. Ich will nicht, okay? Ich möchte niemand Gewalt antun. Ich weiß, es ist ein Sport, aber in dem Moment... Ich mag auch Boxen, aber wir wollen das jetzt einfach nicht. Okay, vielleicht auf die Hände. Ich weiß, ich will dem nicht mitten ins Gesicht. Ich will nicht. Nicht getroffen. Okay, das wundert mich irgendwie auch nicht. Du musst ein bisschen schneller werden, Junge, wenn du mich treffen willst. Nein, ich möchte nicht. Okay, wir versuchen das jetzt. Okay, wir sind hier in dieser Situation gelandet. Ach Gott, das bringt auch nichts, diese Sätze. Wir versuchen es einfach. Wir geben nicht auf. Wir sind jetzt hier in diesem Ring. Das ist unser Schicksal im Moment. Und wieso haben wir eigentlich eine Brille auf? Und keine Sportbrille oder sowas. Sag mir nicht, dass dieser Typ... Genau diese Worte haben wir von unserem Vater gehört. Könnt ihr euch erinnern? Du bist schwach. Oh nein. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Nein. Wir sind wieder aufgestanden. Du hättest unten bleiben sollen. Ach ja? Bist du dir da ganz sicher? Denn jetzt schau mal, was wir drauf haben. Pam. Was zum... Nochmal. Jetzt ist es genug. Ich habe genug von all dem. Du kannst mir nicht sagen, was ich zu tun habe. Du kannst mir nicht sagen, wie ich bin. Ich kann Freunde finden und ich kann Liebe finden. Und ich kann stark sein. Wir haben es geschafft. Wir haben unsere innere Stärke gezeigt. Und wir haben nicht in jemand anderes uns verwandeln müssen. Wir haben einfach nur wir selbst sein müssen. Oh yeah, wir drehen die Situation jetzt richtig um. Wenn ich möchte, dass Leute mich mögen, muss ich vielleicht ein bisschen den Tune ändern. Okay, ganz kurz die Frage. Möchten wir das überhaupt? Möchten wir uns so verändern, dass alle uns gut finden? Denn eigentlich fand ich vorher den Song ganz cool. Möchten wir das wirklich? Ist es uns das wert, dass wir von allen geliebt werden plötzlich? Ist es nicht besser, irgendwie man selbst zu sein und dann einfach jetzt von dieser Bühne zu gehen und sagen, okay, wenn ihr das nicht mögt? Aber nein. Wir machen lieber Rock'n'Roll. Aber besser wäre, wenn wir wirklich am Ende einfach gehen würden. Wenn wir dann so einen richtig coolen Song spielen würden und dann sagen würden, ach, fuck you, das ist uns sowas von egal. Wir machen unser eigenes Ding. So. Weißt du was? Ich versuch's einfach nochmal. Okay. Ja, das sieht schon viel besser aus. Bis jetzt sieht's ganz gut aus. Ich oder das... Die Zeichnung. Beides. Einfach versuch dich einfach zu entspannen. Und nicht lachen, okay? Du hast wunderschöne Hände übrigens. Das Wetter. Das Wetter, mein Gott, ich kann nicht erwarten, bis ich rausgehen kann. Und der Welt zeigen kann, was ich eigentlich jetzt für ein Typ geworden bin. Kannst du deinen Arm dahin legen, wo er war? So? Perfekt. Du bist wirklich das perfekte Model für diese Zeichnung. Hey, kann es sein, dass sie ein bisschen rot werden? Ich kann mir nicht vorstellen, dass Monet rot geworden ist. Naja, er macht Landschaften. Okay, kurze Anmerkung. Ich glaube, sie weiß das. Ich glaube, sie weiß, dass Monet Landschaften macht.
Einfach die Hand so ein bisschen hoch. Noch ein bisschen, so. Hey, ich bin fast fertig. Augen zu mir und... wie soll sie das machen? Ich will mal ganz kurz, dass ihr euch diese Situation vorstellt. Ihr liegt auf dem Sofa und sollt so nach hinten schauen. Das ist unmöglich. Und my eyes are going anyway. Ja, das ist eine sehr starke Aussage, finde ich. Eine sehr starke Aussage dieses Spiels. Kopf nach unten. Wir haben es gleich. Und fertig. Ich hoffe, es ist besser als das letzte. Ich habe dafür bezahlt. Einfach mal schauen. Oh mein Gott. Okay, es ist... Ja. Gefällt es dir? Es ist wunderschön. Naja, ich hatte dich auch als Inspiration. Wie kann jemand wie du Single sein? Ich meine, du könntest doch mit jedem zusammen sein auf dieser Welt. Naja, was hat der Status mit der Fähigkeit zu malen zu tun? Nur mal so. Ah, da war noch was. Da war noch was. Okay, das Fenster ist immer noch zu klein. Die Mäusefamilie, ich will sie wirklich nicht. Ich bin auch froh, dass das nicht funktioniert. Lampe geht immer noch nicht. Joker? Nein. Vielleicht... Ja, er weiß immer noch nicht, wie er die Fähigkeiten einsetzt. Aber ich habe eine Idee. Was? Okay, wir haben einfach nur die Zündung rausgezogen. Und wir haben den Tag gerettet und irgendwie auch die ganze Menschheit. Hier sind wir wieder zurück. Was für ein wundervoller Traum. Ach, ich habe das Gefühl, ich könnte Bäume ausreißen. Ja, schön irgendwie, wenn ein Traum einen so verändern kann und man dann ja fähig ist, einfach hinauszugehen in diese Welt. Ich meine, der Tag ist ja noch nicht vorbei. Ja, das meine ich. Ich habe genug heute Fernsehen geklotzt. Einfach, ich will einfach mal sehen, was die Welt sonst noch zu bieten hat und meine eigenen Erfahrungen machen und nicht immer nur anderen Leuten zuzusehen, wie sie ihre machen. Das ist ein cooles Fazit von diesem Spiel, finde ich. So, dann mal schauen. Ich habe das Gefühl, ich könnte alles erreichen. Und heute ist der erste Tag meines neuen Lebens. Schöne Einstellung. Es kann ja, wenn man sich das mal so vorstellt, wirklich jeder Tag kann ein schöner Tag sein oder ein Neubeginn zumindest. Du bist immer noch hier. Abschaum. Einfach nur Abschaum. Wer hat dir eigentlich wehgetan, Dad? Wer war das? Was? Was sagst du da, Sohn? Was ist dir passiert? Wer war so gemein zu dir? Wer hat dich so verletzt, dass du deinen eigenen Sohn so runtermachen musst die ganze Zeit? Schau mich doch mal an. Ich bin nur wegen dir hier, weil du mich die ganze Zeit so klein machst und so fertig machst. Das war mein eigener Vater. Ja. Hey, es ist okay. Du musst gar nichts sagen. Ich verstehe dich vollkommen. Du bist nicht wie er. Du bist nicht wie ich, Sohn. Du bist vollkommen okay, weißt du das? Du bist ein guter Mensch. Du bist das einzige Gute, was ich in meinem Leben vollbracht habe. Dad, komm her. Oh. Das ist echt. Ah, das ist richtig süß und schön. Daniel Blake und Robert Sheffer.
in 72 Stunden haben die dieses Game gemacht. Das ist echt ein schönes, kurzweiliges Spiel, was einem irgendwie so ein ernstes Thema spielerisch irgendwie zeigt. Vor allem jetzt am Ende, diese Musik ist einfach, ja, man kann da gar nicht irgendwie mehr down sein. Ich überlege mir gerade auch irgendwie über diese traurigen Dinge zu sprechen, aber die Musik ist einfach zu heiter dafür gerade. Und ich bin auch sehr froh, dass wir selber unser Schicksal oder unser Leben irgendwie rumgedreht haben, dass wir uns befreit haben aus dieser Kellersituation irgendwie, denn wir waren zwar irgendwie frei, aber doch gefangen, versteht ihr? Und es ist schön, dass man irgendwie sieht, dass man auch noch fähig dazu ist, Dinge eben zu ändern und versuchen, aus so schlimmen Situationen rauszukommen. Und wie man gesehen hat, geht es ja auch, dem Vater ging es ja genauso. Das ist dieser schlimme Teufelskreis einfach. Wenn du immer mehr das abgibst, sogar irgendwie an deine eigenen Kinder oder wie ich vorher schon gesagt habe, einfach an einer Person, die vielleicht irgendwie gefühlt unter dir steht im Job oder ja, einfach so auch im Alltag an zwischenmenschliche Situationen. Am meisten können dir eben die Leute wehtun, die den größten Einfluss auf dich haben. Und umso schöner zu sehen, dass es jetzt hier geklappt hat, dass es am Ende sogar noch irgendwie so die Umarmung gab. Das war wirklich sehr schön. Und die Musik macht gute Laune. Ja, und deshalb wünsche ich euch auch jetzt einen wunderschönen Tag. Klappt den Laptop zu, macht das Handy aus und geht einfach mal ein bisschen raus wie ihr und seid euer eigener Superheld. Bis zum nächsten Mal.